Ein Volk, das seine eigene Geschichte geißelt, schlägt seine Seele blutig. Gerlinde Nühnke. Entnommen aus Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, und mit diesen bedeutungsvollen Worten, die ich nicht verstanden habe, starte ich in eine neue Sendung, ja, hier auf, was ist denn das Kabel hier, hier auf YouTube, ja, der zensurfreisten Plattform der Welt an dieser Stelle. Grüße gehen raus, danke fürs Drosseln, danke fürs Shadowbanning, vielen Dank dafür, ja, macht richtig Freude, aber ist egal, ich sende trotzdem. Und übrigens, ja, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, kommt auf YouTube, Link hängt hier drunter, und Telegram, Link hängt hier drunter, da bin ich Mensch, da kann ich sein. Wer mich noch nie gesehen hat und denkt, was ist denn das für ein komischer Typ, hat der eine Macke? Nein, habe ich nicht, ich habe einen Schatten, und den muss man auch haben, wenn man hier im Bundestag arbeitet. Es sei denn, man ist blau, allerdings nicht vom Alkohol. Jetzt starten wir durch mit hervorragenden Nachrichten. Ich habe das übrigens hier Made in Germany, nur ich mache da immer wieder Werbung. Ja, wer es noch nicht kennt, noch nicht hat, meine Empfehlung gibt es nur bei www.claudiusfarbig.de. Link hängt hier drunter. Die wichtigsten 130 deutschen Erfindungen, die wichtigsten Dichter, Denker, Schauspieler, derer etwa 400. Ja, die wichtigsten Philosophen, ja, und schöne viele Zitate, ich glaube 270. So, ich habe so gute Nachrichten heute, ihr werdet es gar nicht glauben. Zuvorderst möchte ich aber erstmal Klaus Höss Danke sagen. Eduard Merz, ich danke dir, lieber Eduard, Dankeschön. Und Thoralf Hoffmann, auch dir gilt mein Dank, und mein Dank geht an die liebe Carola Bönker. Ihr Lieben, Dankeschön. Die Universität Heidelberg, und damit stoßen wir in die erste Nachricht vor, hat errechnet, dass in den ersten 20 Monaten des Ukraine-Krieges so viel CO2 emittiert wurde, wie Deutschland nicht in 600 Jahren raushaut. Freunde, genau aus diesem Grund haben wir bei den ganzen Klimaschutzmaßnahmen und Vereinbarungen und Verträgen ja auch Krieg und Rüstung ausgeklammert. Die zählt da nicht rein, nein. Wir essen einfach dafür weniger Fleisch, heizen nicht mehr, duschen nicht mehr warm und reisen nicht mehr, ja, damit wir in Ruhe Krieg führen können. So einfach. Ja, Herr Nawalny ist angeblich mehrfach gespritzt und sei angeblich plötzlich und unerwartet gestorben, weil er einfach mal 1, 2, 3, 4 Spritzungen zu viel hatte. Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Dann Jan Böhmermann, der lustigste Systemlakai im positivsten Sinne aller Zeiten. Das ist ja der, der unter Satire nicht versteht, die Regierung zu kritisieren, wie das eigentlich üblich war, sondern nein, unter Satire versteht er natürlich zu Recht, versteht er, dass er Regierungskritiker so richtig schön fertig macht und vorführt, und zwar so lange, bis sie ihren Job verlieren, ihre Arbeit verlieren, ihr Geld verlieren, ihr alles verlieren. Der macht die so lange fertig, ja, für 700.000 Euro Gehalt im Jahr oder mehr. Also verdient tut das ja nicht im positivsten Sinne, aber er kriegt es. Damit verdient er sein Geld, Menschen fertig zu machen. Ich finde es toll, weil er ist ja linkisch. Und er hat jetzt einfach mal gesagt, wir sollten ganz zum Schluss von seiner Sendung, ja, wir sollten jetzt mal nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern lieber Nazis keulen. Ja. Und da schreibt hier einer hier, Strafanzeigen schon raus, Strafgesetzbuch StGB, § 111, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Mordaufruf. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts, § 11, Absatz 3, zu einer rechtswidrigen Tat auffordert, wird wie ein Anstifter, § 26, bestraft. Bleibt die Aufforderung ohne Erfolg, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe. Ja gut, okay, mein Gott, also er hat es doch gegen Nazis gesagt. Nazis umbringen ist doch ganz was anderes. Jetzt sagen allerdings böse Zungen, Moment mal, ist das nicht gerade so in unserem Land, ja? Alles, was nicht links ist, ist automatisch rechts. Und alles, was rechts ist, ist automatisch rechtsextrem. Und alles, was rechtsextrem ist, ist automatisch Nazi. Also, ist das nicht ein Aufruf dazu, alle, die nicht links sind, alle, die nicht regierungskonform sind, zu keulen? Andersrum, wenn diese Satire von der AfD gekommen wäre, ja, alle Linken keulen, was wäre dann wohl los? Freunde, das eine ist das eine und das andere ist das andere. So, und schon für die Frage wird das Ding wieder blockiert, ist mir aber egal. Habeck stellt die Deutschen auf harte Zeiten ein. Die Zeit für Gemütlichkeit ist vorbei. Besitzungen sagen, Habeck, bist du völlig verblödet? Was denn für eine Gemütlichkeit? Wir haben Zehntausende Selbstmorde dank der Corona-Politik. Ja, wir haben Hunderttausende Insolvenzen, ja, dank eurer Politik. Ja, wir haben Millionen Menschen, die sich gegenseitig zerfleischen und zerreißen. Ganz Deutschland hasst die AfD. Ganz Deutschland hasst die AfD, ganz Deutschland hasst die AfD, gegen Hass und Hetze, gegen Hass und Hetze, ganz Deutschland hasst die AfD, gegen Hass und Hetze, fuck AfD. Ja, das haben wir, ja, das ist gemütlich, ja, das war gemütlich, das war die Gemütlichkeit, die du uns eingebrockt hast, du Schmierlappen, sagen böse Zungen, nicht meine Worte, meine Worte sind das nicht, nein, aber walla alhamdulillah, die Zeit der Gemütlichkeit ist vorbei, ja, vor allen Dingen für die ganze Unternehmen,
die nicht ein noch auswissen, weil sie die Stromrechnung nicht mehr bezahlen können, weil sie die Energiekosten nicht mehr tragen können. Vor allen Dingen für die 2,5 Millionen Kinder, die in Armut leben, für die über 6 Millionen Rentner, die von 800 Euro oder weniger leben sollen. Oder von den mindestens 2 Frauen am Tag, die einer Massenvergewaltigung zum Opfer gefallen sind. Ja, Dunkelziffer Faktor 5. Ja, oder die 36 Opfer, die einem Messeranschlag zum Opfer gefallen sind pro Tag. Dunkelziffer mal 5. Ja, ja, die Zeit der Gemütlichkeit, die ist vorbei, ja, vor allen Dingen für die ganzen Russen im Land, ja, die ständig überfallen und verprügelt werden, deren Fensterscheiben beschmiert und eingeschlagen werden und die Hass und Hetze ertragen müssen, die Angst um ihr Leben haben müssen. Oder zum Beispiel für die ganzen AfD-Politiker, ja, wo die Reifen zerstochen werden, die Autos angezündet werden, die Läden beschossen werden, ja, mit Krampen oder mit richtigen Kugeln, ja, oder wo die Politiker einfach verprügelt werden, ja. Aber die Zeit der Gemütlichkeit, die ist vorbei. Ja, ja, genau. Die ganzen Ungeimpften, ja, die hatten so eine gemütliche Zeit, die 3 Jahre. Hier kommst du nicht rein. Zutritt nur für Geimpfte. Ja, natürlich. Ja, G2, G3, ja, G4, ja. Ja. Die Zeit der Gemütlichkeit ist vorbei. Ja. Dann haben wir hier ein Mäuschen, Name ist unwichtig, der tritt für European Song Contest an. Und der hat einen Songtext und den will ich euch nicht vorenthalten. European Song Contest. Ich sage, ja, pass auf hier. Er schreibt Strophe 1. Ich bin nichts als der Durchschnitt. Auch wenn ich für manche besonders sein mag. Ich kann es nicht verhindern, ich gehe unter. Niemand interessiert sich einen Dreck um das, was bald kommen wird. Ja. Was bald kommen wird. Ich kenne meinen Segen mit dem Privileg, dass ich alles tun kann, was ich will. Aber ich habe keine Lust, stärker zu werden. In meinem Kopf ist es nur ein Spiel, das nicht gewonnen werden kann, das nicht gewonnen werden kann. Ich bin immer auf der Flucht, 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 Flucht. Nah dran, aber nie angekommen, 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 angekommen. Besitzung sagen, das Mäuschen, der hier für uns, für Deutschland beim European Song Contest antritt, gibt genau das wieder, was unser Land gerade ist. Am Ende. Und da soll es auch sein. Böse Zungen sagen, und genau das soll es nicht sein. Und wer es ändern will, made in Germany. Deutschland im rechten Licht, das Stolzbuch. Dann hier, der Digital Service Act ist in Kraft getreten. Endlich ist es soweit. Jegliche Fehlinformationen werden im Netz jetzt automatisch gelöscht. Das ist gut. Es gibt nämlich das Wahrheitsministerium. Ja gut, okay, das nennt sich jetzt Bundesregierung. Und wenn das Wahrheitsministerium entscheidet, das ist richtig, dann ist es richtig. Ja? Zum Beispiel Massenvernichtungswaffen im Irak oder Babys wurden in Kuwait von den Iraki aus den Brutkästen geworfen. Oder es gab Konzentrationslager in Jugoslawien. Oder Assad hat Giftgas eingesetzt. Oder die Impfung ist nebenwirkungsfrei. Ja? Oder die Maske schützt. Ja, all diese Informationen, das ist die Wahrheit. Und jeder, der was anderes gesagt hat, Lügner. Und jetzt haben wir endlich den Service Act, da die Service. Ah, wir haben den Service, dass alles einfach weggelöscht werden kann, was nicht der offiziellen und richtigen Wahrheit entspricht. Zum Beispiel hier diese Lüge, ja. Emissionen von CO2 spielen kaum eine Rolle. Eine frühere Studie aus Harvard und Cambridge wurde durch die Ergebnisse gestützt. Norwegische Statistiker widersprechen Klimanarrativ. Ja, hier. Wo ist denn jetzt der Digital Service Act? Das muss doch weggelöscht werden. Kann da wohl nicht wahr sein, ja. Schwere Ausschreitung in Den Haag, ja? Ja, da gab es ein paar Unstimmigkeiten, da haben sich Eritrea gestritten und ja, es hat ein wenig gebrannt, aber gut, okay, das war jetzt wirklich mal ein Einzelfall. Und hier auf der Münchner Rüstungskonferenz, Sicherheitskonferenz, schreibt einer, was kann weiter rechts sein als deutsche Panzer, die wieder auf Russen schießen? Ja, Freunde, das ist links, guck doch mal auf die Karte, ja? Ach nein, ist ja auch rechts. Ja, müsst ihr die Karte halt umdrehen, also bitte. dann hier. Habeck hat gesagt, die Rüstungsindustrie, die steht ja quasi, die nagt ja am Hungertuch, die weiß ja nicht mal einen noch aus, ja. Die verdienen ja immer nur dann, wenn auf Bestellung mal ein Panzer bestellt wird. Man kommt da schon mal vor. Wir müssen Planungssicherheit schaffen für die Rüstungsindustrie. Und das bedeutet, wenn gerade kein Krieg ist, müssen wir halt einfach Bestellungen machen. Dass die immer produzieren können, Freunde, das ist visionär, ja. Den Mann lob ich mir. Großartig, ja. Guderius wäre stolz auf ihn. Toll, ich find's gut. Ich find's toll. Ich find's großartig, ja. Na gut, vielleicht Guderius nicht. Und dann hier. So jagen wir die Pipeline-Saboteure. Justizminister Buschmann im Blöd am Sonntag-Interview. Toll, wir jagen sie. Ja. Gefunden haben wir sie aber noch nicht. Wir wissen es aber, ist egal. Dann hier. Ich wünsche mir, dass ich Putin vor Gericht verantworten muss, sagt Buschmann zu den Kriegsverbrechen in der Ukraine. Böse Zungen sagen, was hat denn der Putin mit den ukrainischen Kriegsverbrechen zu tun? Aber gut, okay, böse Zungen. Dann hier. Willkommen zurück. Wir sind das erste Mal Garantiestaat, sagt Herr Pistorius, unser Kriegsminister. Übrigens der beliebteste Politiker Deutschlands. Wirklich war beliebtes.
Passt zu dem Songtext, oder? Der Berlin-Ticker. Da schreibt hier einer, lieber Herr Pistorius, das ist nicht ganz korrekt. Deutschland bzw. das Deutsche Reich war schon mal ein Garantiestaat. Danach starben Millionen von Menschen. Ja gut, okay, war, das sind so Worte. Wir sind jetzt halt ein Garantiestaat. So. Und wir garantieren auch, dass wir die Krim zurückholen. Sehr gut. Agnes Marie Graf Dracula Strack-Flack-Zimmermann sagt beim Aschermittwoch hier, ich kritisiere die Unterstützer von Friedensverhandlungen mit Moskau. Ach, Freunde, Frieden, das sind so Worte, ja. Solange ich nicht sterbe, ist doch egal. Der Stern gibt Ratschläge, wie man Kindern AfD-Sympathien austreibt für Freiheit, Pressefreiheit, Demokratie, Toleranz gegen falsche Meinung. Sehr gut, ja. Und dafür muss es auch staatliche Stellen geben, dass die Kinder dahin geschickt werden können, dass man denen austreibt, die Opposition gut zu finden. Ich finde es toll. Und dann hier, Nancy Faeser wirft anderen Demokratiefeindlichkeit vor und will Deutschland zum Willkürstaat umbauen. Ach Freunde, Willkür, das sind so Worte. Katrin Göring-Eckardt beschwert sich über Anfeindung gegen die Grünen und sagt, das ist ein Armutszeugnis für die Demokratie. Böse Zungen sagen, Frau Göring-Eckardt, und genau das ist kein Armutszeugnis. Ein Armutszeugnis für die Demokratie ist, dass es eine Polizei Grün gibt. Und dass wir zu einem Überwachungs- und Spitzelstaat ausgebaut worden sind. Und dass der Verfassungsein Regierungsschutz geworden ist. Und dass das Wort Demokratie heute in Wirklichkeit das Wort Regierung bedeutet. Das ist ein Armutszeugnis für die Demokratie. Aber nicht, dass es Menschen gibt, die ihre Politik zu Recht kritisieren. Aber böse Zungen. Dann gibt es hier eine Per-Rief-Studie, die bestätigt, dass 80% der Amerikaner impotent gemacht worden sind. Ist egal. Linksextreme drohen mit Anschlägen gegen Elektroautos, weil sie den Elon Musk nicht mögen. Na mein Gott, also Anschläge, das sind so Worte. Und dann hier, 100.000 Unternehmen haben in den letzten 3 Jahren pleite gemacht. Dann hier, ein Staatenloser außer Rand und Band. Ticketkontrolle in S-Bahn mündet in Amoklauf. Einweisung in Psychiatrie. 2 misshandelte Frauen, 1 toter Hund. Und eine abgebrannte Gartenlaube sowie ein verschwundener Mietwagen sind die Folge. Schaden mindestens 10.000 Euro. Aber Freunde, das war jetzt so wirklich ein Einzelfall. Ja, also bitte. Dann hier, Thomas Ramona, du bist gerade in der Reha. Ich höre, dir geht's nicht gut. Unsere große Gemeinde, lieber Thomas Ramona, schickt dir gute Energie. Wir brauchen dich. Wir halten hier nämlich zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Gute Genesung an dich. Und dann schreibt mir Dennis, lieber Dennis, vielen Dank für die Information. Heute ist ein sehr geliebter Mensch genannt Bartschi mit nur 50 Jahren von uns gegangen. Ach ja. Ich würde mich freuen, wenn du und wir der Familie, Freunden und Angehörigen viel Kraft in deinem nächsten Video schicken könnten. Ja, das ist hiermit ein ganz wichtiger Auftrag. Liebe Freunde, schickt der Familie von Bartschi gute Energie. 50 ist kein hohes Alter. Bartschi, du bist jetzt an einem besseren Ort. Ja, da beschwert sich einer hier, der Herr Nawalny, ja, der stirbt 3- oder 4-fach geimpft, plötzlich und unerwartet im Gefängnis, ja. Vorher hat er sich als waschechter Antisemit und Moslem-Hasser herausgestellt und da gibt es einen riesen Aufstand überall in der Presse. Aber als ein amerikanischer Journalist in der Ukraine im Gefängnis umgebracht wird, nein, zu Tode gekommen ist, da hat sich keiner drum gekümmert. Der Freunde, alte Regel, das eine ist das eine und das andere ist das andere. So, Deutschland garantiert der Ukraine unerschütterliche Unterstützung bis zum Endsieg, bis zur Rückeroberung der Krim. Sehr gut, gefällt mir sehr gut. Und dann sagt jetzt hier der Volksverpetzer, lügt, dass sich die Balken biegen. Ja, also jetzt sind journalistische Regeln gelten nicht mehr. Die Leute sollen beim Faktenchecken so viel lügen, wie es nur geht. Ja, Freunde, böse Zungen sagen, das habt ihr doch schon immer gemacht. Ja, Freunde, ja, alles klar. So, dann haben wir hier Hamburgs Oberbürgermeister Tschentschner sagt, Strafanzeigen schnell zu bearbeiten nutzt nur der AfD. Böse Zungen sagen, ja klar, weil wenn die schnell bearbeitet wird, dann würde man schnell feststellen, wie viele Leute straffällig sind und wo die herkommen, zu welcher Gruppe die gehören, da würde man merken, oho, wir haben hier so und so viel 100, so und so viel 1000, so und so viel 10.000, so und so viel 100.000 Straftäter, die hier nicht hergehören und das würde der AfD nutzen. Deshalb kehren wir es lieber unter den Teppich. Na, es kann so einfach sein, oder? Ja, Berlinale war schön, ja, die Eröffnungsfeier, da haben wir uns alle an der Hand gefasst. Also ich war nicht da, Martina hat gesagt, da gehst du nicht hin, aber ist egal. Ich war auch nicht eingeladen, aber ich wäre auch nicht hingegangen. Egal, auf Berlinale waren sie alle da, die ABCD-Promis waren nicht da, aber alles ab F war da. Und eine war dabei mit einer Kette, fuck Nazis, ja, fuck Nazis, sehr schön, ja. Allerdings sah sie so aus, dass ich keinen Nazi dazu hergeben konnte, sie zu viel, aber ist egal. Und sehr gut, alle an den Händen gefasst und gesagt, wir sind gegen rechts. Die ukrainische Armee, letzte Nachricht, zieht sich aus Avdiivka
klar zurück, ja. Aber da ist kein Rückzug, das ist nur ein strategischer Rückzug. Die kommen wieder. Natürlich. Flüchtlinge sollen weiterhin uneingeschränkten Zugang zu Bargeld haben. Finde ich gut. Die Grünen fordern es, also machen wir es auch. Und der böse John F. Kennedy Jr. sagt, das Geld, das in die Ukraine geschickt wurde, ist in Wirklichkeit ein Geldwäscheprogramm für BlackRock. Ah, Freunde, das ist richtig. Aber falsch. Bitte, 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 bitte. Ja, dann gibt es eine Geschichte von Flüchtlingen, die in Russland ein unangenehmes Erlebnis hatten. 51 Flüchtlinge, die wurden in einer Diskothek von Russen verprügelt. Da haben wir sie wieder, den bösen Russen. Ja. Mehr dazu auf YouTube, kann ich hier nicht machen. Ein Einbrecher, der es dem Bauern mal richtig heimzahlen wollte, hat Heizöl in das Futter von Rindern gemischt. Eine Kuh ist schon gestorben. Ja, da habe ich gute Nachrichten. Celebrities, Freunde, hier unser sehr geschätzter Fußpilz und Hormonblocker und CO2 und Plandemie-Experte, ja, und auch rechtsradikalen Experte, ja, Faschismus-Experte und Single-Experte. Der ist jetzt kein Single mehr, der hat etwas gefunden. Auf jeden Topf passt ein Deckel. Wenn ihr gerade esst oder trinkt, stellt's ab. Ihr könnt jetzt mal den Deckel zum Topf sehen, da ist er, ja. Und sie hat noch abends gesagt, Liebling, lass uns im Partnerlook gehen. Juhu, ah, herrlich. Ja, ach, sind sie nicht hübsch, oder? Ich gönne ihnen das, ich freue mich. Herr Lauterbach, Spitze, ich finde es toll. Super, wirklich wahr, wirklich was. Herr Kretschmer kritisiert das neue Demokratiefördergesetz, verstehe ich nicht. Und Söder fordert Austritt aus Bayern, aus der Bundesrepublik. Bayern soll aus der Bundesrepublik austreten. Hat er wirklich gefordert, ja. Böse zu sagen, haben die Freien Sachsen sowas Ähnliches nicht auch mal mit Sachsen gefordert und sind deshalb vom Verfassungsschutz überwacht? Freunde, das eine ist das eine, Sachsen, das andere ist das andere, Bayern, Söder, CSU. Gut. Hier, Platzverweis für die AfD. In diesem Café in Reutlingen darf niemand mehr rein. Merken, Café vis-à-vis in Reutlingen. Merkt ihr euch das? Reutlingen vis-à-vis, Café vis-à-vis. In einem Fenster der Café-Kneipe vis-à-vis in Reutlingen hängt neuerdings eine rote Karte. Die Betreiber sperren AfD-Mitglieder und Sympathisanten aus. Kauft nicht beim... verkauft nicht an AfDler. Was ein betroffener Stadtrat der Partei dazu sagt und wie der DEHOGA reagiert, was auch immer. So, ich zeige euch mal die beiden. Ja, so sehen sie aus. Linkisch, linksstaatlich und zivilcouragig. Und sie sind stolz drauf, ja. Und da gibt es auch keine Anzeige wegen Volksverhetzung oder irgendwas anderem. Wiederum, ein Bauer hat ein Schild aufgestellt. Grüne und Grünwähler werden bei uns nicht bedient, die deutschen Bauern. Und jetzt ermittelt die Polizei wegen einer Volksverhetzung. Ja klar, sehr schön, finde ich gut. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Ja, sehr schön. Werteunion hat gestartet in Bonn, ist gegründet, gefällt uns gar nicht. Werteunion schlecht, alles Rechtsradikale. Und ein Team um Naomi Wolf und Steve Bannon hat 12.000 geheime Pfizer-Dokumente freigeklagt und analysiert. Ihr Fazit, Pfizer wusste, dass die mRNA-Impfstoffe gar nicht funktionieren. Wolf spricht resümierend von einem Verbrechen gegen die Menschheit. Ja, Freunde, das ist alles russische Propaganda. Lasst euch bitte impfen. Und der Oberbefehlshaber der Bundeswehr, Carsten Breuer, sagte, die deutsche Armee sei nicht in der Lage, das Land oder seine NATO-Verbündeten zu verteidigen. Böse Zungen sagen, ist das nicht Geheimnisverrat? Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Weil fast keiner darüber berichtet, sagt Never Forget Nikki, in Hessen wurden die Adressen von 45 AfD-Mitgliedern auf einer extra dafür vorhandenen Webseite veröffentlicht. Mutmaßlich von Linksextremen. Andersdenkende werden so zum Abschuss freigegeben. Da wären wir wieder bei Jan Böhmermann, der gesagt hat, ja, nicht immer die Nazi-Keule holen, sondern lieber Nazis keulen. Sehr schön, finde ich gut. Marc Lehmann, vielen herzlichen Dank für deinen tollen Kommentar. Und Vermögensregister und Lastenausgleich kommen, finde ich auch gut. Und dann hat hier jemand doch tatsächlich 40 Kilogramm Bärlauch im Landkreis Hameln, ja, geerntet. Aber die Polizei ist dran, der wird hart bestraft, hart bestraft. Stefan Magnet von Auf 1 Fernsehsender kriegt Morddrohung und seine Veranstaltungsreihe musste jetzt aufgrund von Anschlagsdrohung gestoppt werden. Ja, Freunde, Anschläge, Anschläge, das sind so Worte. Herr Magnet muss doch einfach bloß seinen Sender schließen, ja, und die Regierung nicht mehr kritisieren, dann ist alles in Ordnung. Es kann so einfach sein. Simbabwe will goldgedeckte Währung einführen. Ich würde sagen, dafür wird bei Ihnen gleich die Demokratie eingeführt, oder? Dann Herr Pistorius, Quatsch. Herr Kiesewetter sagt, ein geheimer Bundeswehrplan sieht eine entscheidende Panzerschlacht gegen Russland im Frühjahr 2025 vor. Und das gesamte Establishment nickt das Vorhaben freudig ab, ja. Kiesewetter nickt es auch ab. Also wirklich wahr, es gibt einen geheimen Bundeswehrplan, nächstes Jahr, 2025, Russland anzugreifen.
Wir sollten vielleicht vorher nicht noch irgendwo in Griechenland den Italienern zu Hilfe eilen, dass das sich vielleicht um 3 Monate verzögert und wir erst im Herbst angreifen, oder? Sollten wir nicht machen, ja, weil dann kommt der russische Winter. Weltweit schlagen Experten Alarm. Ampelregierung führt Deutschland in den wirtschaftlichen Niedergang. Freunde, das ist doch alles geplant. Nur von unten kann man durchstarten, ja. Eine Rakete startet auch nicht in der Luft. Die muss unten starten. Das ist alles geplant, ja. Die wissen schon genau, was sie wollen. Und ich habe jetzt 3 mega, hammer, super Nachrichten extra für den Schluss aufgehoben. Extra für euch. Aber zuvorderst möchte ich euch danken, dass ihr euch am Sonntag die Zeit nehmt, mich zu schauen. Dass ihr bitte auch auf Telegram und YouTube kommt, weil das hier, YouTube, ihr seht selber mit den Aufrufzahlen, Drossel, Drossel, Drossel. Aber kommt bitte auf YouTube und Telegram, von Herzen danke dafür. Und liebe Unterstützer, dank euch kann ich diese Arbeit überhaupt nur leisten. Ohne euch geht es nicht. Ja. Propaganda muss ich ja auch irgendwie finanzieren. Ansonsten müsste ich was anderes machen. Ich weiß, das macht Mühe. Trotzdem danke für die Mühe. PayPal und Konto hängt hier drunter. Danke von Herzen. Es grüßt euch meine Truppe und natürlich meine liebe Frau Martina. Wir wollen unseren Goldhamster Ambrosius nicht vergessen. Der grüßt euch auch. Wir machen munter weiter. Und wenn ihr nicht weitermachen könnt oder wollt, weil ihr depressiv seid oder gar krank, immer dran denken, unsere große Gemeinde schickt euch allen gute Energie. Und wir halten hier zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und immer voller Tatkraft. Wir sind für die Regierung, wir sind für die Ampel, wir sind für Habeck, Baerbock und Co. Und wir stehen an ihrer Seite im Kampf gegen rechts, im Kampf gegen Putin, Assad, Trump, AfD, Putin, AfD, Putin, AfD, Orban, AfD, Putin, AfD, Putin und Fizzo, AfD, Putin und Milay und die AfD und Putin. So. Und gegen Putin sind wir auch. Und gegen die AfD sind wir auch. Und gegen die Alternative Deutschland sind wir auch. Und wir sind gegen CO2. So, ist das jetzt mal geklärt. Also wählt bitte die Regierung, damit der Scholl wieder Kanzler wird. Und jetzt geht's los. Hier ist sie, die Information. Scholl, ich werde wiedergewählt. Olaf Scholl besuchte eine Schule in seinem Wahlkreis und verkündete dort laut Focus, dass die SPD auch in der kommenden Bundestagswahl gewinnen werde. Kriegen wir dann auch Dominion-Wahlmaschinen bis dahin? Oder haben wir alle Oppositionsparteien verboten und es gibt bloß noch die Ampelregierungsparteien? Wie regeln wir denn das? Irgendwie machen wir das schon, Freunde. Also, seid sicher, der Scholl kommt wieder und bleibt. Ja, ich bin gekommen, um zu bleiben. Ich finde das toll. Können wir uns einen besseren Führer vorstellen als den Scholl? Hm? Egal. Bill Gates will Kühe gegen das Furzen impfen, um die Erderwärmung des Planeten zu verhindern. Böse Zungen sagen, leben wir in einem Albtraum? Ist das wirklich real? Ja? Männer sind Frauen, Frauen sind Männer, Kühe furzen, das Erdklima wird verändert, wenn wir Kühe... Freunde, wenn der Bill Gates das sagt, dann wird das wohl stimmen, oder? Wir müssen die Kühe impfen, damit sie nicht so viel furzen. Und dann retten wir das Klima. Ich hatte ja auf das Video vorgestern so viele Kommentare, ich hatte ja vorgelesen... dass eine amerikanische Nachrichtenplattform gesagt hat, dass mit einer Apple Watch irgendwas abgehört und gefilmt wurde. Und da habe ich ja 2 Millionen Kommentare bekommen. Das geht ja gar nicht. Ich habe ja bei einigen noch den Link von Apple runtergehängt. Das läuft folgendermaßen. Ich erkläre es mal für die technisch nicht so Versierten. Ja, die Apple Watch ist verbunden über Bluetooth, ja, mit einer Ansteckkamera oder einem Ansteckmikrofon oder beidem. Ja. Und dann kann man über die Uhr das an- und ausmachen. Funktioniert tatsächlich, ja. Man kann übrigens nur zur Info. Man kann sich auch Bluetooth-Kopfhörer in die Ohren stöpseln. Ja. Schön, schön schädlich fürs Gehirn, ja, ja, ja. Und dann kann man über die Uhr kann man steuern. Ja, wirklich wahr. Kann man auch ein Telefon, kann man alles steuern über die Uhr, ja. Auch die Kamera, ja. Ja, ja, ja. So, ist das jetzt angekommen? Danke. Aber es ist immer schön, man macht ein Video so 10 Minuten, 20 Minuten, 5 Minuten, egal wie lange, ja. Bietet da mindestens 10 Nachrichten, manchmal auch 60 oder 80 oder 100 Nachrichten, ja. Und dann gibt es immer Experten, die genau eine Sache rauspicken. Ja, ja, da gab es ja Experimente auch von Universitäten. Da hat ein Universitätsprofessor 10 Sätze dahin geschrieben und in einen Satz hat er einen Rechtschreibfehler reingemacht. So, was ist passiert? Alle haben nur auf den Rechtschreibfehler hingewiesen. Er sagt, aha, so seid ihr programmiert, ja. So seid ihr programmiert, ja. Ihr sagt nicht, Mensch, das sind alles 10 tolle Informationen und redet gar nicht über den Rechtschreibfehler, ja. Oder, Mensch, da ist ein kleiner Rechtschreibfehler. Nein, es wird nur auf den Fehler hingewiesen. So sind wir programmiert und so wird das nichts. Ist das angekommen? Genau so. Wird das nichts. Das wird so nichts. Aber gut. Antisemitismus bei Heilpraktikern und Homöopathen. Sehr schön, jetzt ist es raus. Deswegen verbieten wir Heilpraktiker und Homöopathen auch. Und dann hier, Hasselbitch ist zurück für die Insider. Das ist ein Kanal auf YouTube, Hasselbitch. Der hat über die Energiewaffen auf Maui, über die Buschfeuer auf Maui berichtet. Und jetzt war er 5 Monate verschwunden. Ein Riesenkanal, 100.000 Abonnenten, 100 Millionen Klicks. Der war weg. Und wir hatten uns schon Sorgen gemacht. Guter Mann.
Ich zeige ihn euch, da ist er. Hat inzwischen einen Bart, hatte er vorher nicht. Und er ist jetzt wieder da und er sagt, er wurde bedroht. Er wurde bedroht, aber er lässt sich nicht einschüchtern. Er macht weiter und hat noch weitere Verkündungen für uns. Ja, wir sind gespannt. Also, welcome back, Hustle Bitch. Und ja, ich würde mal sagen, ach ja, hier schreibt noch Lotte 17, lustige AfD-Propaganda, wachsam bleiben. Ja, so viel dazu. Haben wir noch einen kleinen Scherz am Rande, am Ende der Sendung noch? Ja, genau, lustige AfD-Propaganda. Dabei wissen wir alle, wir sind hier gegen die Alternative für Deutschland. Bitte unterstützt die Regierung, unterstützt Baerbock, Habeck und Co. Seid an deren Seite, wählt sie und seid gegen Trump, Putin, Assad und gegen die AfD. Hatte ich das heute schon zweimal gesagt? Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ja. Unterstützt die Nancy Faeser. Nancy. So, ich knall mich jetzt gegen Putin aus dem Bild. Wichtigste Botschaft auch heute am Sonntag. Ich hab euch lieb. Es ist so. Macht das gut. Oh, da war aber ein richtiger Knopf. Ja. Irgendwann kam der Bruno hier rein mit einer Ölkanne. Ich sag, Bruno, lass das mit dem Öl. Hier wird nicht geölt. Bruno, mein Hausmeister. Ja, beinahe hätte der den Stuhl geölt. Boah, da wäre was los gewesen. Aber wisst ihr, was dann los? Der Scholz persönlich hier reingestürmt. Pah, hier wird doch nicht geölt.